Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin hier in Stuttgart mit dem Julian. Hallo Julian. Hallo. Der Julian, der studiert Luft- und Raumfahrttechnik hier in Stuttgart und der hat mich eingeladen. Hier gibt es nämlich eine Studentengruppe, High-End, und die bauen Raketen. Was baut ihr für Raketen? Genau, also High-End steht für Hybrid Engine Development. Da steht Hybrid Engine drin, also Hybridtriebwerke. Also es sind Triebwerke, die bei uns jetzt zumindest immer einen flüssigen Oxidator und einen festen Brennstoff haben. Und dazu entwickeln wir Triebwerke und bauen dann auch die dazugehörigen Raketen und starten die dann auch. Ja, geil. Was ist bei euch der Hauptvorteil, warum ihr euch für Hybrid entschieden habt? Also Hybridtriebwerke sind vor allen Dingen bei Studentengruppen echt weit verbreitet. Einfach, weil sie sehr, sehr sicher sind und auch noch relativ einfach. Zum Beispiel ist es in Deutschland nahezu unmöglich oder zumindest sehr, sehr schwer, Feststofftriebwerke selber zu entwickeln. Das ist einfach extrem gefährlich, weil das ja Explosivstoffe sind im Endeffekt dann. Da braucht man spezielle Scheine. Flüssigtriebwerke sind sehr, sehr komplex. Da ist der Hybrid ein bisschen einfacher. Und deswegen machen das recht viele Studentengruppen. Es gibt aber auch Unternehmen, die tatsächlich Hybride nutzen. Ja, und der Hauptgrund, warum ich hergekommen bin, ist natürlich, dass ihr hier coole Hardware habt, die ihr mir zeigen könnt. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal rein und schauen uns mal an, was ihr so hier entwickelt und startet. Ja, so, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in unseren Raum rein. Und zwar würde ich sagen, wir fangen mit dem Teil der Rakete an, zu dem ich am meisten sagen kann, und zwar das Triebwerk. Juhu, ich stehe auf Triebwerke. Genau, ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar ist das hier ein Testtriebwerk, mit dem wir angefangen haben. Die letzten Tests mit dem haben wir für unser aktuelles Projekt im September gemacht. Und man kann sehen, das ist noch ziemlich klein. Aber was wir hier haben, sind verschiedene Komponenten, an denen man den Aufbau mal ein bisschen zeigen kann. Also vielleicht das Wichtigste zuerst, das ist das Brennstoffsegment. Das hat einen ganz einfachen Zentralport in und sonst ist es einfach nur ein Stück Rohrbrennstoff praktisch. Der Brennstoff ist selber entwickelt, dazu erzählt mein Kollege Philipp gleich noch mehr. Und wir brauchen natürlich noch ein paar andere Komponenten, um so ein Triebwerk fertig zu machen. Und zwar eine sogenannte Vorbrennkammer. Da sitzt nachher der Anzünder auch drin, der das ganze Triebwerk praktisch erstmal entzündet. Der brennt dann schnell ab und dann brennt der Brennstoff an sich, der hier drin ist. Das ist kein Feststofftriebwerk, wie schon gesagt. Das heißt, das ist jetzt keine explosive Mischung. Das ist ganz ungefährlich, kann ich anfassen. Und genau, dann kommt die Vorbrennkammer dran. Wenn wir jetzt einen Test hätten, dann müssten wir das hier alles natürlich schön abdichten, weil das muss natürlich den Brennkammerdruck aushalten. In dem Fall sind das ca. 25 Bar. Dann gibt es noch eine Nachbrennkammer. Die sitzt einfach hinter dem eigentlichen Brennstoffsegment und die ist dazu wichtig, dass die Verbrennung möglichst vollständig ist. Und was es dann noch gibt, ist die Düse. Das ist eine ablativ gekühlte Düse. Hier haben wir eine mit verschiedenen Materialien. In der Mitte ist ein Kern aus Graphit drin. Und das ist das Düsenendstück. Hier haben wir verschiedene Isolationsmaterialien getestet. Genau. Das basiert jetzt hier auf Carbonfasern zum Beispiel. Und das wird dann auch dran montiert. Das ist das Triebwerk an sich, wie schon gesagt. Dafür brauchen wir natürlich oben noch einen Injektor. Durch den strömt das Lachgas. Das ist unser Oxidator. Und das kommt dann durch diese kleine Bohrungen hier raus in die Brennkammer. In Wahrheit, wie gesagt, müsste man das alles schön ordentlich und sauber machen. Ich habe jetzt hier schmutzige Finger. Das darf dann natürlich nicht sein nachher. Das ist Aluminium. Man kann das aber auch aus Edelstahl machen. Aber Gewicht Aluminium ist, ja, Gewicht natürlich. Das ist jetzt auf dem Prüfstand eher zweitrangig. Allerdings vielleicht, falls was schief geht, dass die Teile, die durch die Gegend fliegen, falls es so ist, nicht so schwer sind. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Aber das passiert jetzt mal, um das hier so zu sagen, eigentlich sehr selten oder nie, je nachdem. Und genau, Alu ist einfach sehr einfach zu fertigen, auch für uns jetzt als Studentengruppe. Dann kommt hier über den Injektor praktisch noch ein Dome drauf. Hier kommt dann der Anschluss dran für das Lachgas. Und ist das jetzt aber hier nur für einen Teststand oder sieht das so auch in der Rakete aus? Ja genau, das ist für den Teststand. Das ist alles sehr, sehr massiv und dick, viel dicker als es sein muss und sehr modular aufgebaut, einfach weil es darum geht. Also wir haben jetzt seit September über 35 Tests mit diesem und vergleichbaren Triebwerken durchgeführt, um verschiedene Sachen zu testen. Und da muss das Triebwerk einfach modular sein. Das heißt, wir können dann zum Beispiel nach dem Test die Teile nehmen und einzeln wiegen und bestimmen, wie viel da weggebrannt ist. Und es ging zum Beispiel darum, unseren Brennstoff erstmal zu evaluieren, um die Abbrandrate davon zu bestimmen zum Beispiel und so weiter. Und das Ganze kommt dann eben ins Innere des Triebwerks. Und unten kommt dann noch ein Flansch dran, auch mit Schrauben. Und dann wird das Ganze am Prüfstand montiert.
Wie gesagt, da haben wir verschiedene Sachen probiert. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz den Injektor gezeigt. Hier sieht man noch ein paar andere Injektoren. Zum Beispiel, hier ist jetzt ein sogenannter Showerhead-Injektor drin. Das ist ein Injektor, der hat einfach Bohrungen durch. Kann man sich wie einen Duschkopf vorstellen, deswegen heißt er so. Aber man kann natürlich auch spannendere Sachen machen. Und da haben wir hier verschiedene Injektoren. Zum Beispiel einen sogenannten Impingement-Injektor. Der ist so aufgebaut, dass hier Bohrungen aufeinander zulaufen und sich hier treffen. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und dadurch wird der Oxidator sehr fein zerstäubt, weil ein Strahl kommt von dieser einen Bohrung aus der Fläche und einer von der inneren Fläche und die treffen sich und dann zerstäubt es sich sehr schön. Und das ist auf jeden Fall wichtig für die Verbrennung. Den Injektor hier, das ist tatsächlich die Version, die auch in unserer letzten Rakete geflogen ist. Das kann ich mal hier kurz zeigen. Das ist das fertige Flugtriebwerk, also deutlich leichter dann. Und der sitzt dann hier drin. Und dann kann man richtig schön sehen, hier würde dann der Oxidator reinkommen. Das hier ist das Brennstoffsegment aufgeschnitten nach einem Test. Das war eigentlich mal kleiner und das brennt dann von innen nach außen auf. Und geht dann hier, verbrennt hier vollständig und geht durch die Düse raus. Hm. Genau. Und da oben, also wo wird das dann gezündet? Genau, also hier sitzt der Anzünder innen drin, das Kabel geht dann hier raus. Und oben drüber sitzt ein Ventil, da hört ihr vielleicht nachher auch noch mehr dazu. Das schaltet dann durch und dann kommt der Oxidator durch ins Triebwerk rein und dann zündet sich das alles. So, ansonsten würde ich an meinen Kollegen Philipp übergeben, der kann nämlich noch ein bisschen was über das Triebwerksdesign in der Flugversion reden. Ich würde dann noch mal ein bisschen was von unserem Flugtriebwerk erzählen. Julian hat ja schon unser Testtriebwerk HFF1 gezeigt. Wenn dann die Innengeometrie vom Triebwerk passt und das Triebwerk grundsätzlich einsetzbar wäre, müssen wir schauen, dass wir noch unsere Leichtbauaspekte mit unterbringen. Das heißt in unserem Fall, das Triebwerk braucht eine CFK-Hülle anstatt einer Aluminiumhülle. Genau, und hier sehen wir auch noch mal das Flugtriebwerk, was tatsächlich mit unserer Kompass-Rakete geflogen ist. Ich kann gerade auch noch mal ein paar Worte über unseren Treibstoff erzählen. Genau, hier sehen wir ein Segment davon. Genau, es läuft darauf hinaus, das ist ein HTBB-basiertes Material. Kann man hier auch sehen, das ist elastisch, das ist vergleichbar mit einem Gummi. Und genau. Kann ich es auch in die Hand nehmen? Na klar, gerne. Das ist wirklich wie so ein Flummi. Sieht so verkohlt und hart aus, aber es bleibt auch noch weich. Genau, das, wie Julian vorhin schon gesagt hatte, das Material wird von innen nach außen abgetragen und genau dann in der Nachbrennkammer vollständig verbrannt. Für was brauche ich eine, ach so, hast du beantwortet, für die Nachbrennkammer braucht man, dass es da dann vollständig genau, also verbrennt. Die Überlegung ist folgendes, wenn diese, also bei Hybridtriebwerken ist es normalerweise so, ein großer Teil der Verbrennung findet bereits im Brennstoffsegment statt. Aber unsere Erfahrung ist zum Beispiel, dass wir mit HFF1, also sprich dem Triebwerk ohne Nachbrennkammer, Abbrandeffizienzen im Bereich von ja, vielleicht 80% erreicht haben. Das heißt, ein Teil von dem Brennstoff wurde nicht verbrannt und hat die Düse in diesem Zustand direkt wieder verlassen. Durch den Einsatz von der Nachbrennkammer haben wir die Möglichkeit, dass die Reaktion dort größtenteils stattfindet. Also das Material wird nochmal durchgewirbelt und die chemischen Reaktionen finden größtenteils statt. Ich habe mir sagen lassen, dass Düsenhals somit das thermisch höchste Belastete an so einem Raketentriebwerk normalerweise ist? Genau, wir verwenden Graphit-Düsenhalseinsätze. Ja, es läuft darauf hinaus, dass Graphit leitet die Wärme recht gut weg und hat auch eine gewisse Wärmekapazität. Wenn man nach den Tests, also kurz nach Burnout in die Düse reinfliegt, sieht man auch noch, dass der Graphit-Düsenhals teilweise gelb, teilweise sogar weiß glüht. Also das ist ein thermisch sehr stark beanspruchtes Bauteil, definitiv. Wir sind jetzt bei Hybridtriebwerken. Ich kannte tatsächlich eine ganze Zeit lang nur Feststoffraketen. Wir sind jetzt mit dem Treibstoff, den ihr einsetzt, so gar nicht so weit weg, oder? Genau, tatsächlich, es läuft am langen Ende darauf hinaus, dass wir einen Treibstoff auf Basis von HTPB verwenden. Das ist ein Bindemittel, was auch recht gerne im Feststoffbereich verwendet wird. Jedoch, es läuft darauf hinaus, dass die meisten HTPB-Mischungen recht giftige Härter verwenden. Das sorgt dafür, dass die Handhabung nicht immer ganz einfach wird. Wir haben, um dieses Problem zu umgehen, ein eigenes Material entwickelt, einen eigenen Härteprozess, der am langen Ende zu einem Material führt, was die gleichen Abbrandeigenschaften hat und jedoch von der Handhabung her völlig unproblematisch ist. Mischt ihr das hier an? Ja, das ist tatsächlich recht einfach herzustellen. Das mischen wir hier bei uns im Labor an. Das sind mehrere Komponenten. Es kommt dann auch noch ein schwarzer Farbstoff hinzu. Genau, und wenn du magst, Mo, können wir das mal machen. Was ja, hältst du davon? Gern. Geil. Okay, gut. Treibstoff anmischen. Und was ist da grob drin? Genau, also die Materialien, die wir einsetzen, das sind eigentlich alles Polymere auf Basis von Butadien. Also das können wir ja auch vom HTPB, hydroxylterminiertes Polybutadien.
jedoch mit dem Unterschied, dass die aus chemischer Sicht verschiedene Gruppen tragen, die am langen Ende miteinander reagieren können und das große Polymernetzwerk, sprich das Elastomer, am Ende erzeugen. Genau, das waren jetzt gerade schon die ersten Komponenten. Jetzt kommt gleich ein schwarzer Farbstoff hinzu. Die Frage ist natürlich, warum? Die Sache ist die, der Treibstoff wäre an sich nahezu durchsichtig. Und dadurch, dass bei der Verbrennung auch Infrarotstrahlung entsteht, könnte der durch den transparenten Brennstoff durchgehen und auch andere Komponenten erhitzen. Wir wollen aber, dass die Erhitzung nur an der Abbrennoberfläche stattfindet. Deswegen sozusagen eine Art Opakifizierungsmittel. Genau. Oder auch Infrarotblocker, wenn man so möchte. Ja, wo dann bist du jetzt an der Reihe? Einfach umrühren? Genau. Einfach umrühren. Farbstoff dispergieren. Und ist es schlimm, dass ich da Luftblasen reinrühre? Die Überlegung ist folgende: Wenn es eine normale HDPB-Mischung wäre, wäre das ein ernsthaftes Problem, weil die dort rauszubekommen ist nicht ganz so einfach. Häufig wird das über Vakuumverfahren oder sowas in die Richtung gemacht. Es geht schon. Wir haben bei unserer Entwicklung das Ganze jedoch recht gut in den Griff bekommen. Der Brennstoff härt es erst aus, wenn er leicht erwärmt wird. Aber dadurch geht auch die Viskosität der Komponenten ziemlich, die Viskosität wird sehr gering. Dadurch steigen nahezu alle Luftblasen nach oben. Also wir haben das recht gut in den Griff bekommen, genau. Ja, war jetzt nicht so schwer. Ich glaube, ich könnte Raketentreibstoffhersteller werden. Genau, dann können wir gern die letzte Komponente hinzufügen. Oha, das ist ja wirklich wie Honig. Ah, das müsste ich jetzt eigentlich können. Ich habe meine Bachelorarbeit am Kunststoffinstitut gemacht und da mussten wir natürlich auch Harz und Härte anrühren. Und da, wenn man zu faul war, das Abmesswerkzeug zu nehmen, dann hat man es natürlich direkt mit der Flasche gemacht. Aber das ist nicht so einfach hier. Dadurch, dass das so zäh ist. Und sollte man wahrscheinlich nicht essen. Nicht unbedingt empfehlenswert, aber es wäre tatsächlich nicht toxisch. Okay. Nee, könnte ich auch ein Raketentriebwerk werden. Ja, man kann es hier recht gut sehen. Das ist der Zentraldorn, das ist unsere Endplatte. Und unser Brennstoffsegment wird mit dieser Positivform dann entsprechend gegossen, sodass wir am Ende die gewünschte Form bekommen. So, hier liegen Raketen, hier bin ich richtig. Du bist der Florian, habe ich mir sagen lassen. Und du bist hier für das Berger-System im Prinzip zuständig. Genau, das ist meine Aufgabe. Was haben wir denn hier? Das ist Kompass, das ist unsere Demonstratorrakete. Das heißt im Grunde eine kleine Version von unserer großen Rakete, die wir nächstes Jahr dann starten werden. Ich fange mal an, einfach zu erklären, was wir hier sehen. Hier unten haben wir den Teil, wo das Triebwerk drin ist, mit einem Bowtail und den Finnen, 4 Stück an der Zahl. Als nächstes sehen wir hier unseren Tank. Kompass ist mit 1,8 Kilogramm Lachgas geflogen. Hier sehen wir dann unser Bergungssystem. Einmal hier mit unserem Hauptschirm in seiner Tasche drin. Hier drin, das ist eine Art Mortar, haben wir unseren Bremsschirm gehabt. Diese Kapsel wird dabei herausgefeuert mit einer ganz geringen Menge an Schießbaumwolle. Sobald der Bremsschirm draußen ist, hängt das Ganze an so einem Dreiringsystem, wie man das vom Fallschirmspringen kennt. Und wenn wir dieses lösen, das mit solchen Pyrokattern wird das dann gelöst, geht das hier auf. Ach was. Ja, genau so kann dann der Bremsschirm den Hauptschirm herausziehen aus seiner Wanne. Und dieser sollte sich dann im Optimalfall auch öffnen. Die ganze Rakete hat ja auch eine Avionik, eine Elektronik an Bord. Die befindet sich bei uns in der Spitze. Aufgrund dessen, dass wir die Spitze einfach aus einem anderen Material machen können, wir haben hier Glasfaser genommen, da Kohlefaser abschirmend wirkt, haben wir eben hier noch ein anderes Material genommen. Außerdem haben wir oben auch genug Platz für unsere Stabantennen. Das Ganze konnte da sehr gut untergebracht werden. Genau. Das heißt, ihr zieht auch die Daten oder beziehungsweise die Sensordaten live vom Start raus? Oder ist also? Wir hatten 2 Telemegas an Bord und von denen haben wir auch Live-Daten bekommen. Genau. Das heißt, wir haben auch direkt gewusst, wann wir am Apogeum, am höchsten Punkt waren und haben uns auch mega gefreut, dass der Bremsschirm ausgelöst hat. Das hat man direkt gesehen, dadurch, dass die Rakete einfach langsamer wieder runtergekommen ist.
Wir haben natürlich auch sofort gesehen, dass der Hauptschirm nicht rausgekommen ist, weil die Rakete nicht noch mal langsamer geworden ist im Abstieg. Genau. Hier im Prinzip Pertinax drin? Genau, wir haben hier auch in der Spitze Pertinax drin. An allen Stellen, wo wir so Staudruckpunkte haben oder eventuell sogar anliegende Machtstöße haben, verwenden wir Materialien, die ein bisschen besser temperaturgeschützt sind. Die Rakete ist sich jetzt allerdings nur im Unterschall geblieben, deswegen haben wir das Ganze nur an den Finnen und oben in der Spitze. Soll sie aber mal Überschall fliegen oder ist das was für die große Rakete? Das war jetzt in dem Fall so, dass wir in der Höhe und in der Reichweite vor allem auch begrenzt waren. Deswegen haben wir diesen Tank nicht vollständig gefüllt. Hätten wir den Tank vollständig gefüllt, dann wären wir vermutlich sogar dreimal so hoch gekommen und dann auch definitiv im Überschall gewesen. Also da wäre noch einiges mehr gegangen, aber wir haben die ja hier in Deutschland gestartet. Da müssen wir uns auch an gewisse Regeln halten. Da sprichst du was an, die große Rakete, die ihr plant, die soll wo gestartet werden? Die starten wir in S-Range, das ist der Weltraumbahnhof in Kiruna in Schweden. Und da sind wir deutlich weniger begrenzt in was wir machen dürfen. Begrenzt sind Startschub und ein paar andere Dinge auf jeden Fall. Klar, wir haben sehr viele Auflagen da zu erfüllen. Aber wir dürfen uns da tatsächlich fast schon in der Höhe austoben. Und das, darauf freuen wir uns natürlich sehr und bereiten gerade auch schon alles darauf vor. Wir reden jetzt schon so ein bisschen über die große Rakete. Also erstmal ja cool mit der kleinen Rakete, aber natürlich, wenn man schon weiß, dass es eine große Rakete gibt, wann soll die starten und wann müsst ihr da im Prinzip fertig sein mit? Fertig sein müssen wir im Grunde jetzt genau in einem Jahr, da wir ja auch noch eine Zeit haben, wo wir das Ganze dann verschiffen müssen sozusagen. Starten wird sie dann im Oktober 2022, wenn alles nach Plan läuft. Genau. Ja, Flo, danke. Bitte, bitte. Hallo Ben, ich habe mir sagen lassen, dass du mir was zu dem Ground Support, also der Boden, na, wie sagt man, im Prinzip die Startrampe, zur Startrampe was erzählen kannst. Ja, genau. Also hier haben wir unser Ground Support Equipment, also die Bodenunterstützung für den Start. Die besteht einerseits aus der Startrampe, die ist hier nicht vollständig aufgebaut, welche die Rakete über eine finale Länge von 5 Metern in einer geführten Rail die Startrichtung vorgibt. Daneben ist eigentlich das Hauptsystem, was für die Betankung, die Ventilsteuerung und letztendlich auch das Startsignal verantwortlich ist. Dieser Zwischentank ist beweglich gelagert und sitzt unten auf einer Wegezelle auf, damit wir den Füllstand über Gewichtsmessung bestimmen können. Das heißt, man kann den theoretisch jetzt hier so hochheben? Den kann man theoretisch hochheben, der ist unten aber fest verschraubt. Doch leicht geht es, aber für den Transport wird er unten fest verschraubt, damit die Wegezelle nicht beschädigt wird. Eine zusätzliche Flasche steht am Anfang von dem Betankungsvorgang neben dem GSE. Diese wird auf dem Kopf gedreht, um die Flüssigphase des Lachgas, welche sich immer unten befindet, in die Leitung zu leiten und dann auch in den Zwischentank zu leiten. Dann wird der Zwischentank darüber befüllt. Dabei ist, da das hier alles gekaufte und geprüfte Teile sind, alles noch sicher, sodass wir uns in der Nähe auffinden können und das Ganze direkt überwachen können. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Zwischentank befüllt ist, ziehen wir uns von dem System zurück. Alles ist an die Rakete angeschlossen und dann beginnt der autonome Betankungsvorgang. Und das ist wahrscheinlich das, was man auf eurem Video sieht, wie dann so ein Arm weggezogen wird. Genau. Auf unserem Video sieht man, wie hier der Tankarm, an dem sich hier unten eine Betankungskupplung mit einem langen Schlauch zum GSE hier drüben befindet, an der Rakete angeschlossen ist. Das wird am Anfang händisch an die Rakete montiert. Darüber wird dann getankt und zum Ende des Betankungsvorgangs, die genaue Menge können wir über die Gewichtsmessung hier bestimmen, wenn wir unser Ziel erreicht haben, Betankungsmenge eingerechnet, die Verluste in den Schläuchen, wird der Betankungsvorgang gestoppt und mit einem Signal hier über den kleineren Linearaktuator die Tankkupplung abgezogen. Sobald die Tankkupplung abgezogen ist, fährt der gesamte Arm zurück, um letztendlich genug Raum für die Finnen der Rakete zu lassen. Und danach, ebenfalls vom GSE, kommt das Startsignal, was die Pyros in einerseits der Triebwerkszündung auslöst und damit das Ganze vorbeheizt wird und danach auch den Pyro in dem Hauptventil auslöst. Also ich meine, das ist ja schon ganz schön aufwendig, jetzt mit so einem Arm da extra an die Rakete ranzugehen. Das hat wahrscheinlich Sicherheitsaspekte, warum man das mit so einem Automatikarm machen muss? Also händisch könnten wir in der Nähe nicht betanken, da der Raketentank
selbst gefertigt ist und somit nicht zertifiziert und geprüft und ist aus Sicherheitsbestimmungen nicht verantwortungsbewusst wäre, dort sich neben der Rakete zu befinden. So wird alles autonom aus einer sicheren Entfernung überwacht und betankt und bis zum Start hin, bis zu dem Moment, wo die Rakete die Startrampe verlässt, befindet sich niemand in der Nähe. Und passt das alles irgendwie in einen VW-Bus oder habt ihr dann einen LKW oder wie läuft das? Passt alles in einen kleinen VW-Bus. Das war dann ein 3D-Tetris auf dem Schwierigkeitslevel Experte. Aber wir haben es geschafft, in einem Bus dieses gesamte System, sowohl den großen Kasten, für den es dann noch wunderschöne Offroad-Räder gab für den Startort, sowohl auch die Startrampe auseinandergebaut, darin zu transportieren und an den Startpunkt zu fahren. In Kiruna gibt es eine Startinfrastruktur, das ist sozusagen eine bereits aufgebaute große Rail von dem Launcher, dem MRL-Launcher. Und an diese Rail, die hat eine gewisse Form, die ist uns bekannt, wird letztendlich ein Adapter von uns dran gesetzt. Dieser Adapter besteht insgesamt am Ende auch wiederum aus solchen Bühnentraversen. Diese Aluminiumtraversen hier sind sehr modular und auch gut für den Transport dann, weil wir alles in großen Containern nach dort oben verschiffen müssen. Und diese werden dann insgesamt in einer 12 Meter langen Struktur an diesen MRL-Launcher geschraubt und verklemmt damit, worüber dann letztendlich vorne mit einer anderen Rail, die kleiner ist als die MRL-Rail, unsere Rakete gestartet wird. Ja, danke schön. Gerne. Hallo Robert. Hi. Zusätzlich zu den Gruppen, die man erwarten würde, wie Propulsion, also Antrieb und Startinfrastruktur und Struktur, eine eigene Gruppe, die sich mit Flüssigkeitssystemen beschäftigt. Und das ist so dein Baby, habe ich es mir sagen lassen. Genau, also ich bin dafür zuständig. Und wir haben einfach eine ganze Reihe an Ventilen, die wir brauchen, dass wir einmal den Oxidator sicher in die Rakete reinkriegen, dass wir da auch die Zustände kontrollieren können, dass wir dann das Hauptventil aufmachen in einer extrem kurzen Schaltzeit, sehr zuverlässig, eben auch kein schweres Kaufventil verwenden, sondern eben Eigenkonstruktion. Außerdem haben wir noch ein Ablassventil, das wir eben brauchen als zweiten redundanten Weg, dass wir den Raketentank in einen sicheren Zustand bringen könnten, falls es Probleme bei der Betankung gibt. Und was ist das Hauptproblem irgendwie mit Kaufteilen? Also warum braucht man da eigene Entwicklungen? Wie man jetzt sehr schön beim GSE gesehen hat, haben die Kugelhähne zum Beispiel, die einen ähnlichen Durchmesser haben wie die Kompassrakete, einen Aktuator dran, der niemals in die Rakete passen würde. Guck mal, ob ich ihn finde. das hier sieht nach einem Kugelhahn aus. Genau, und das hier oben ist ein Druckluftaktuator, die gibt es auch mit elektrisch. Also Stellkopf und der dreht hier im Prinzip den Kugelhahn. Genau. Und die gibt es auch zwar in elektrisch, sodass man keinen extra Druck dafür bräuchte, aber die sind nicht wirklich kleiner. Und deshalb, wir brauchen kein Ventil, was 20.000 Schaltzyklen oder wofür auch immer die ausgelegt sind, aushält, sondern wir wollen einmal aufgehen und das auch schnell. Und dafür brauchen wir eine Eigenentwicklung. Also wir haben unsere Ventile und in der Mitte sitzt eben ein Schieber. Der wird dann mit einem Loch drin und wenn der rübergeschoben wird in die geöffnete Position, trifft dann eben das Loch auf die Hauptleitung von oben und dadurch ist dann der Weg geöffnet, auch ohne dass wir irgendwelche Knicke drin haben oder Verengungen vom Strömungsfeld, sondern es geht einfach ganz gerade durch, deswegen haben wir auch minimalen Druckverlust. Ben hatte mir eben erzählt, dass das Ventil pyrotechnisch betätigt wird. Wie funktioniert das? Genau, also wir haben im Prinzip einen Schieber, der aufgeschoben wird und dazu brauchen wir dann Druck und den erzeugen wir eben über eine kleine Ladung an Nitrocellulose. Und das Schöne daran ist, wir hatten auch mal Studien gemacht, zum Beispiel für Federsysteme, aber da braucht man dann sehr, sehr viele, so viel Energie auf so wenig Platz und so wenig Gewicht unterzubringen, ist halt ein Pyro einfach das Ideale. Ja. Okay, wow, was ist denn das hier eigentlich? Oh, ist das leicht. Das ist unser Oxidator-Tank für die Kompassrakete. Und da ist eben, das ist der ganze Stolz unseres Strukturteams, dass eben ein CFK-Tank ist, der ohne einen Aluminiumliner auskommt. Das Problem ist nämlich, dass das Lachgas nicht in Kontakt mit der CFK-Struktur kommen sollte. Das fängt direkt an zu brennen, oder? Nein, so ist es nicht, aber es ist, falls es dazu initiiert wird, kann das eben dann vorkommen und genau, es kann eben die Struktur mit der Struktur reagieren.
Und das sollte man vermeiden. Und deswegen ist hier der Trick, um einen relativ schweren Aluliner zu vermeiden, ist, dass wir einen fluorierten Liner verwenden. Das heißt, die Oberfläche ist, ja, es ist, kann man mit Teflon vergleichen, beschichtet. Und dadurch ist eben, das ist ja inert und dadurch kommt eben kein Lachgas in Kontakt mit der, mit dem CFK. Aber eben dadurch haben wir, und trotzdem, das ist eine Millimeter, nicht mal Millimeter dicke Schicht, also hauchdünn. Und insofern wiegt die so gut, es hat ein vernachlässigbares Gewicht. Und das ist tatsächlich eines der größten Punkte, wo wir auch nochmal Gewicht einsparen im Vergleich zu unseren Vorgängern. Cool. Genau, und wie wir sie da reinkriegen, das ist auch so ein bisschen ähnlich wie bei den Hauptventilen und so. Das sind dann die Kniffe, die es eben ausmachen, um vom Konzept zum Realen zu kommen. Und diese bleiben unser Geheimnis. Cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es war super, super spannend. War total cool, eure Hardware auch in die Hand zu nehmen. Und ich habe auch Treibstoff angemischt. Wie cool ist das? Vielen Dank für die Einladung.